Bevor wir mit der Haupthandlung fortfahren, möchte ich in dieser Folge ganz gerne einige der optionalen Extras abgrasen, die dieses Spiel zu bieten hat. Da wir nun im Besitz des Flugschiffes sind, stehen uns nämlich jetzt einige Möglichkeiten zur Verfügung. Als erstes werden wir mal zwei Gegenstände holen, die ich bisher auf dem Weg vergessen habe. Das ist zum einen das Olbet-Lexikon Band 23, an dem ich hier in der stillen Ebene vorbeigelaufen bin, und zum anderen die Venusmarke, die ich in der Wüste Bikanel übersehen habe. Da das nun erledigt ist, werden wir jetzt noch ein paar andere Orte besuchen, an denen wir schon gewesen sind, und das nicht, weil ich da etwas vergessen habe. The final show. Unser erstes Reiseziel ist Guado Salam. Yeehaw! Here we go! Why are you in Guado Salam? What business have you here? You want to start something? If it would please you to harm a defenseless old man, then burn me, boil me, it matters not. Huh? Lord Seymour is gone. No lord rises to take his place. The Guado merely wait for sin to come and finish us off. Why should I care what you do to me? If it meant rejoining Lord Giscoll and Lord Seymour, then your taking off my head would be the greatest kindness. Wir laufen ihm einfach mal hinterher. Wir können ihn ruhig überholen, das macht nichts. Sobald wir den Bildschirm wechseln, überholt er uns wieder. When Lord Giscoll was alive, the Guado knew prosperity and honor. But now, we Guado wither and crumble. I myself could have done more to stop this. Forgive me, Lord Giscoll. Und eine Truhe ist hier jetzt noch neu. Mit einer Maßmarke. Unser nächstes Ziel ist die Insel Beeshate. Yeehaw! Here we go! Hier wollen wir nochmal mit dem Schiff nach Kilika übersetzen. Nice to see you again. You! You really quit the Knights? Yeah, I did. Elma was upset with me, but Captain Lucille understood. Now I'm working as a chocobo breeder on this ship. I really, really love taking care of chocobos. Being with chocobos all the time, I think I found my calling. And it's all thanks to you. Thank you. Well, I'm happy for you. Oh, yeah. I found this in one of the chocobo nests the other day. It's no use to me, so I want you to have it. Freundsviruit. I have to go now. It's time for lunch. Hey, I want to talk to you some more. Can't your stomach wait? I meant I have to feed the chocobos. They get really upset if they're not fed. See ya! Hätten wir ihm damals nicht dazu geraten, gingen wir jetzt leer aus. Von Kilika aus fahren wir weiter nach Luca. Hier wollen wir nach oben. Ich bin Tierforscherin und bereise ganz Spirra für meine Studien. Diese Vögel hier sehen mir nach Pseudo-Spirra-Möwen aus. Nach ihrer Flugart zu urteilen, scheinen mir die Pseudos ruhiger zu sein als die richtigen. Wäre interessant, in Erfahrung zu bringen, wie viele sich um das Schiff herum aufhalten.
Dann zielen wir mal. Hier sehen wir 3. Da schwirrt noch einer rum. 4. Hier sind 2, macht also 7. Hier muss man kurz ein bisschen anhalten, denn da hinten hat man gerade einen Flügelschlag gesehen. Da treibt sich eine Möwe hinter den Segeln rum. Jetzt sind wir bei 8. Hier nochmal 3, sind also insgesamt 11. Und das teilen wir ihr da oben jetzt mit. Wenn man die Treppe findet. Hast du die Pseudomöwen gezählt? Klar. Lieb von dir. Und wie viele sind es? 11. Also doch. Vorhin habe ich genauso viele gezählt. Dank dir habe ich nun die Bestätigung. Ich schenke dir das hier als Belohnung. Leichtgewicht erhalten. Vielen Dank. In Luca wieder von Bord gegangen, finden wir hier vor der Kabine der Aurochs ein Jack-Spheroid. Hey, Barret! Did you get that last match? Yeah. But I don't understand why you wanted me to. Didn't you say you have Blitzball in your Xanarkand? Not a sportsman, are ya? Working on your form? My form don't need no work. I'm the Great Jacked. It's for my kid. Your son plays Blitzball? Yeah, and he wants to beat his old man bad. Once I told him to give it up, he didn't speak to me for a week. Wonder what he's doing now. I hope he got bigger and put on some muscle. Hey, what's the big idea? Stop shooting! Dann gucken wir nochmal in die Kabine. Und finden hier eine Merkurmarke. Im Magalania-Wald können wir nochmal die Schmetterlingsjagden in Angriff nehmen. Die sind noch ein bisschen schwieriger geworden, da man die Zeit jetzt verkürzt hat und mehr Schmetterlinge auf die Strecke geschmissen hat. Eine Stelle, bei der ich immer hänge. Aber ein Hänger ist erlaubt. Teleport-Spheroid erhalten. Auf zur zweiten Schmetterlingsjagd. Hier müssen wir zuerst einmal umdrehen, dass sich da hinten noch ein Schmetterling befindet. Na, das passt. Wenn ich den hier kriege, knapp. Und jetzt kriegen wir das Jupiter-Siegel. Als nächstes werden wir uns die 8. und damit letzte Bestie holen. Diese befindet sich in der Kammer der Astra im Remium-Tempel. Um da reinzukommen, haben wir schon die Blumenkrone von Belgemina erhalten, allerdings fehlt uns noch die Knospelkrone. Diese erhält man als Belohnung dafür, auf dem Berg Gagaset jedes Monster für die Monsterfarm einmal gefangen zu haben. Mit beiden Gegenständen bewaffnet dürfen wir jetzt hier rein. Knospelkrone benutzen. Das Siegel ist noch nicht komplett gebrochen. Blumenkrone benutzen. Jetzt dürfen wir rein. Muck lassen wir so. Duck ebenfalls. Und Ruck. Auch wenn es 3 verschiedene sind, zählt das tatsächlich als eine Bestie. Wenn wir schon mal hier sind, können wir Belgemie nochmal herausfordern. Die ersten 5 Bestia von ihr haben wir schon besiegt, allerdings noch nicht die letzten 3, da wir die, als wir hier waren, noch nicht besaßen.
Very well. Before we begin, now, are you ready? Wir beginnen mal mit Ralf Fares. Ja, wir dürfen erst noch einmal angreifen. Ausgewichen, nicht schlecht. Dann nehmen wir so lange harte Tour, bis wir noch mal dürfen. Reicht noch nicht. Nur aber. Stop. That is enough. Ah, you have made some progress. And for that, I am glad. Take this. It may come in handy. Acht schwarze Steine. Gleich nochmal. I will be the judge of your Aeon's strength. Are you good enough, I wonder? Als nächstes Anima. Very well. Before we begin, now, are you ready? Wir testen mal Ifrit. Und legen wie gewohnt gleich mit Entfernung los. Ich sehe gerade, ohne Hit-Expander macht das gar keinen Unterschied, ob man die Ekstase oder den normalen Angriff verwendet. Liegt daran, dass ich in der Zwischenzeit die Charaktere ordentlich trainiert habe. That is enough. Ah, you have made some progress. And for that, I am glad. Take this. It may come in handy. 60 Kraftquellen. Und auf ein letztes. You've got quite a name to live up to, daughter of Braska. Gegen unseren neuesten Zuwachs, das Magus-Trio. Very well. Before we begin, now, are you ready? Machen wir, wir entscheiden uns für Bahamut. Na dann, hau ich den Schinken. Stop, that is enough. Ah, you have made some progress, and for that, I am glad. Take this. It may come in handy. 40 Lichtsteine. Thank you. Perhaps you'll teach me again someday? That's not possible. You have already surpassed your father. There is nothing more I can teach you. My work here on Spira is done. Time for me to go.
Send her. Machen wir. Yes. It is in your hands. Destroy Sin and save Spira. Das Luna-Siegel erhalten. Dann sind wir hier durch. Als nächstes setzen wir uns mit den Passwörtern im Flugschiff auseinander. In Gunspira befinden sich 1000 Jahre alte Ruinen. Enträtseln Sie die Geheimnisse der Olbet und finden Sie die Passwörter. Hier kann man jetzt manuell Passwörter eingeben. Insgesamt gibt es 3 Stück. 2 davon werde ich in dieser Folge behandeln. Passwort Nummer 1 behandle ich in einer separaten Folge, nämlich in der Folge mit den Solaris-Waffen. Die Suche nach dem zweiten Passwort beginnt auf der Insel Bisade. Da sind irgendwelche Schriftzeichen. Lege Killika und Bikanel zusammen. Dann mal auf nach Killika. Hier vorne ist wieder so ein Ding. Pavosi-SM. Ergibt so auch keinen Sinn, deshalb jetzt auf nach Bikanel. SSRTEGAR. Wenn wir jetzt beides zusammenlegen, erhalten wir folgendes. Passwort Siegesarm. Passwort Nummer 2 entschlüsselt. Jetzt haben wir Ruinen von Bisade 1. Yeehaw! Here we go! Siegesarm erhalten. Die Suche nach dem dritten Passwort beginnen wir vor dem Tempel Bai. Am Ort, wo stets der Blitz einschlägt, mit dem Rücken zu Makalania, suche den vierten Turm und schaue nach rechts. Auf in die Donnersteppe. Das wäre dann hier. Passwort Murasame. Das gehen wir gleich mal ein. Passwort Nummer 3 entschlüsselt. Neu in der Liste Ruin von Bisade 2. Yeehaw! Here we go! Und hier finden wir selbiges. Als letztes werden wir die versteckten Orte hier auf der Karte suchen. In der letzten Folge haben wir ja schon den Tempel Bai hier rüber gefunden, allerdings gibt es noch 5 weitere. Irgendwo hier müsste einer sein. Wüste von Sanubia. Dann gibt es hier unten bei der kleinen Insel noch einen. Regenbogenwasserfall von Bisade. Hier auf dem Land müsste noch was sein. Ruin von Mihen. Stück rechts rüber. Na komm. Schlachtfeld am Fungusfelsen. Und zu guter Letzt die Omega-Ruinen. Dann gehen wir mal in die Liste. Zuerst Bisade Wasserfall. Yeehaw! Here we go! Sieht schick aus hier. Hier gibt's einen Dragonerspeer. The final. Auf zum nächsten. Ruinen von Mihen. Yeehaw! Here we go! Da im Hintergrund. Pfadfinder erhalten. The final. Nächstes Ziel, Fungus-Schlachtwelt. Yeehaw! Here we go! Hier gibt's ein Phantomwappen. The final shot. Dann geht's ab in die Wüste. Yeehaw! Here we go! Ascaron erhalten. The final show. Und zu guter Letzt machen wir uns auf in die Omega-Ruin. Yeehaw! Here we go! What is this place? 700 years ago, a monk who defied the teachings was sentenced here.
Oh, the traitor Omega, yeah? Omega's loathing of Yevon has turned him into a fiend. They say he liked it underground, out of the light. So he's here? Scared? Not a chance. Sodele. Besonderheit hier an der Karte, sie ist nicht schon vorhanden, sondern wird erst nach und nach aufgedeckt. Hier in dem Raum haben wir zwei Schatztruhen. Level 4 Spheropass erhalten. In diesem Dungeon wird es übrigens keine Zufallskämpfe geben, weil ich Kimari mit einem Urlaubsreif ausgerüstet habe. Der hat die Fähigkeit 0 Monster, das heißt, wir werden nicht in Zufallskämpfe verwickelt. Nette Aussicht hier. Dann geht's hier links lang. Nehmen wir mal die Mitte von dreien. Sicherheitsband. Weiter gen Norden. Hier biegen wir links ab. Dann nehmen wir jetzt mal die rechte. Konterangriff erhalten. Zurück zur Kreuzung und dann rechts lang bzw. geradeaus rüber. Da kommen wir so nicht rüber, aber im Hintergrund haben wir ja schon dieses Zeichen gesehen. Das müssen wir einfach nur mal angrabbeln. Die Wand berührt jedoch keine Reaktion. Ungünstig, dann müssen wir erst noch ein anderes Zeichen angrabbeln. Das finden wir ein bisschen weiter nördlich. Hier sind 4 Truhen, wir nehmen mal oben rechts. Zweimal Level 3 Spheropass. Hier liegt noch ein Buch, Allbed Lexikon Band 26, damit haben wir das Alphabet vollständig. Links lang. Und da hinten finden wir noch ein Symbol. Leuchtet jetzt. Dann drehen wir um und versuchen unser Glück nochmal bei dem anderen Symbol. Da ist es. Irritierende Kameraführung. Jetzt funktioniert's, jetzt leuchtet's auch. Dann dürfen wir jetzt rüber. Nochmal. Und jede Portsviru gibt es hier am Ende. Dann wieder zurück. Hier links sind wir vor uns im Symbol abgebogen. Dann gehen wir jetzt nach Norden. Mit der Plattform beschäftigen wir uns gleich. Ich will den Weg nur einmal komplett haben. Da ging hier nämlich nur einmal im Kreis. Jetzt sind wir wieder da, wo die 4 Schatztruhen eben noch standen. Ja, ging nur ein kleines Stück nach oben.
You're kidding me! So, den wollen wir auf jeden Fall klauen. 10-mal Tor der Zukunft. Walker kann mittlerweile auch klauen. Kriegt auch nochmal 10 Tore. Yuna kann das nicht. Dann holen wir erst nochmal Riku rein. I'm running if you are. Okay, nee, wollen wir nicht. Kriegt auch nochmal 10. Ausgewichen, sauber. Und Kimari kontert. Wollen wir, bevor das Ding platt ist, aber nochmal alle Charaktere drin haben. Tidus hat auch Glück. This ends now. Ah, Ordnung geht mal ab. Die zwei Mädels noch rein. Und dann darf Lugo immer platt machen. Hades Magie, damit darf sie zweimal zaubern. Dann nehmen wir einmal Flair und Ultima. Das sind die stärksten schwarzmagischen Zauber. No pain. No pain, but not for long. Hat noch nicht gereicht. Versuchen wir es mal mit Eulen. Wie viel will er denn noch? Hat der Wacker aber? Ach, er hat geklaut. Ist was. Das regnet AP. Was not Omega. Just a shadow born from Omega's wrath. What, so the main man's still around? Come on out, Omega! When we meet, I will send it. Dann mal weiter, damit Yuna ihr Vorhaben wahrmachen kann. Hier biegen wir sie erst links ab. Die Karte ist hier auch übrigens wieder vorhanden. Und auf jeder Plattform kommt es jetzt zum Kampf. Jeden einmal fort reinholen. This ends now. My turn now. Ausweichkonter. Den sind wir schon mal los. No time to waste. Let's go. Weiter nach unten. Und da sehen wir schon eine Truhe. Hinterhalt auch noch. Sehr schön. Todesurteil ist Banane. Mädels einmal rein. Und die restlichen Kerle hinterher. Ich hab die Truhe ganz vergessen, aber ist nicht so wichtig. Hier gibt's einen Freundsviroid. Dann drehen wir wieder um. Na komm. Und rechts rüber. Yeah.
Well then, what next? Yeah. My turn now! Na, endlich der Erste. Die sind ein bisschen zäher hier, die Brocken. Den hatten wir noch nicht. Ach, was soll's, wir klopfen ihn einfach weg und holen den Rest nicht rein, das dauert sonst zu lang. Der schon wieder. Morbul? Morbul der Große. Ja, das ist Mist. Dann holen wir die anderen rein. Na. Nehmen wir nochmal Flair und Ultima. Sieht ja ganz nett aus. Langsam müssen wir auch mal am Ende ankommen. Eine Riesenschildkröte, wie heißt das Ding? Adamant Taimai. Meinetwegen. Reicht ein Flair? Nein. Erdbeben. Jetzt wird die Karte wieder aufgedeckt. Jetzt geht's wieder ein Stück hoch. It seems we rate his personal attention now. Na dann, als Erstes werden wir ihn mal beklauen. 30 Zockerseelen. Die anderen versuchen auch mal ihr Glück. Kimari hat Pech. Riku kriegt's auch nicht hin. Waka zeigt erstmal Riku, wie man richtig klaut. This is definitely bad. Naja, Tidus kriegt's auch gebacken. Luna noch mal rein. Die kann das nicht. Dann darf sie abwehren. Und jetzt gestalten wir uns den Kampf recht einfach. Yuna ruft einfach mal Yojimbo, da der mit seiner Fähigkeit Sanmatu einen Gegner sofort zerledern kann. Please clear us a path. Dafür müssen wir ihm jetzt Geld geben. Wir gehen mal auf Nummer sicher und geben ihm gleich mal 2 Millionen Gil. So viel zu Nummer sicher. Naja, viel Geld haben wir jetzt nicht mehr. Dann geben wir ihm halt 10.000. Nochmal Makizashi.
bitte Zahnmato. Find your peace on the far plane. Leave Spira to the living. Wir befinden uns wieder am Anfang der Ruinen, aber eben im Hintergrund hat man gesehen, dass da noch eine Truhe ist. Deswegen latschen wir jetzt nochmal los und gucken da mal rein. Was ist jetzt hier drin? Ein Magiesphäroid. Dann sind wir in den Omega-Ruinen durch und können zurück zum Flugschiff.